Hallihallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play The Sims 3. Ja. Was soll ich groß dazu sagen? Wir haben jetzt einen verlobten Roboter, der verlobt, also verheiratet, also ja, mit einem Mensch ist. Es ist so wunderbar, super, dass ich schon fast Angst habe. Ich meine, warum? Vielleicht ist mal Sabrina reinigen und so. Ja, du solltest dich auch mal wieder um Sabrina kümmern. Dann kannst du das Holonetz durchsuchen. Hey Sabrina, bist du schön? Ja, wäre schön, hast du gut gemacht. Ja. Ja, ja, sag, ja, ja. Ich soll denn einfach hierher kommen? Ja, Sabrina, bist ein braves Kobold, ja. Bist du voll süß, ja, ja. Finde ich auch, ja. Ja, das ist ein fantastischer Laune. Also, das Holonetz. Da ist ja sowas, ne? Also, da kann man so voll gut da hier alles durchsuchen. Mit allem Möglichen. Ja, also da ist so jemand und da kann ich dann auch auf YouTube gehen. Ja, ist perfekt und so. Da sie jetzt bald fertig ist, werde ich zu ihr gehen. Und zwar erstmal langsam tanzen. Oh ja, bitte. Bitte. Oh, bitte. Oh, bitte. Das ist trotzdem so süß. Oh mein Gott. Bella wird sich für immer daran erinnern, als sie zum ersten Mal langsam und süß mit Augustus tanzte. Oh, das ist so süß. Ja, dann kann es hier mal kurz tunen, weil sie braucht schließlich auch ein bisschen Zuwendung, im technischen Bereich natürlich. Pass auf, ich mache die gleiche Schraube locker. Und du hast da die Schraube locker, ja. Ja, wieder schön. Ins Ohr flüstern. Beim Tuning wurde der Qualitätslevel auf ordentlich verbessert. Das ist ja mal nicht schlecht. Dann kann er ja mal hier küssen und weiß nicht was. Ordentlich, natürlich. Ja. Ignoriere mein Handy, Baby. Es ist nämlich völlig egal. Mal gucken, ob die dann zusammen auch mal was Unartiges machen können, sage ich mal so. Wie soll ich es sonst formulieren? Kann mir das mal bitte jemand sagen? Geht, glaube ich, nicht. Außer. Nein. Geht nicht. Um Verabredung bitten. Was ist mit so einer Verabredung so mit mir? Ja, können wir, ja? Bin sicher? Oh ja, eine wundervolle Verabredung. Dann gehen wir doch zum Plumbot-Handel. Ich werde dich bestimmt nicht verhandeln. Aber wir werden gemeinsam dorthin gehen, damit ich auch noch ein bisschen an meinen Fähigkeiten arbeiten kann. Und du, naja, was immer du machen willst, ist aber auch egal. Sie kann ja mal ein bisschen für den Haushalt shoppen gehen. Sie kann ja mal ein bisschen was kaufen. Und er kann Merkmalchips entwerfen. Ja, ich möchte für meinen Mann ein bisschen was kaufen. Was, du hast einen Mann? Ja, ich habe so einen Mann. Ja, das ist ein Mensch, ja. Oh Gott, bist du beknackt. Ja, egal. Ich glaube nicht. Ja, okay, passt schon. Danke. Wie wäre es, wenn ich alle Plumbots untersuche? Weil es geht. Also der sieht ja schon ein bisschen komisch aus. Also, ja, irgendwie komisch. Preis 5000, was ist ich was? Steckplätze für Merkmalchips insgesamt 7. Empfindungsvermögen. Was? Fähigkeit zu lieben? Simulierte Emotionen?
Gott. Ja. Der sieht voll nicht schick aus. Ja, keine Ahnung. Voll beknackt. Aus Fenster gucken. Du kannst auch was viel Schöneres machen. Du kannst... Holonetz durchsuchen. Oder schreiben. Schreib mir üben. Vielleicht wird sie ja Schriftstellerin. Solltest du nicht Merkmalchips machen? Ha? Wenn man dich einmal nicht beobachtet, dann drehst du wohl gleich hohl, wa? Also ich habe so einen geilen Merkmalchip, ne? Und wenn ich den jetzt darüber schieb, dann wird daraus ein Merkmalchip. Kindermädchenmerkmal, natürlich. Also ja, also da ist so ein Viech und wenn ich es hier auf die andere Seite rüber schiebe, so. Freundliche Funktion, ja. Und dann habe ich es vergeigt und dann mache ich nochmal so einen geilen Chip. Und da schiebe ich das jetzt darüber mal umgekehrt. Humor. Ja, dann schiebe ich das kurz darüber, ja. Also mache ich gern. Am besten beide kurz nach Hause, fertig aus. Jetzt? Hat jetzt irgendwie so ein Fähigkeits? Ja, bringt's ja nichts. Los! Komm, wir gehen nach Hause, Baby, Hause, Baby. Let me know. Oh, wie süß. Er sollte vielleicht mal was essen. Noch mehr? Oh, Kartoffel. Trüffeltorte. Was? Oh mein Gott. Das sieht lecker aus. So fies. Kann er ja da noch ein generiertes Getränk bestellen, natürlich. Also ich hole mir noch kurz was zu trinken. Ja, ich möchte ja das Rote da, ja. Den Rosenrot, genau, das wollte ich bestellen. Weil es ist voll lecker. Ja. Das trinke ich gern. Danach muss ich immer aufs Klo. Das ist voll merkwürdig. Voll merkwürdig ist das. Kann er vielleicht noch ein bisschen Fernsehen gucken. Bevor er ins Bett geht natürlich. Was denn sonst? Macht doch jeder von uns einmal. Nein, er wird es reparieren. Aber sowas von. Ich will, dass der einen hohen Fähigkeitslevel an Reparatur hat. Los, du schaffst es. Juhu. Dann da ein bisschen Fernsehen und am besten gleich schon ins Bett. In sein Bett. Und sie sollte sich schleunigst wieder aufladen, denke ich mal. Jawohl. Mit jemandem umherfliegen, oder? Nein und nein. Ich finde es immer wieder sehr interessant, wie ein Roboter sich aufbessern kann. Das ist jetzt Qualität 5. Das ist eine Qualität dieses Plumbots. Wird die Qualität erhöht, muss der Plumbot seltener repariert und sein Akku seltener aufgeladen werden. Verbessere deine Botbaufähigkeit, um diesen Tunings zu erreichen. Verbessere natürlich unsere Botbaufähigkeit. Hallo? Wir haben jetzt 5. Ich glaube, pro Botbaufähigkeitslevel kommt auch sozusagen einen neuen Dingsbums Botstufe dazu, wie gut die sind. Jo. Am nächsten Morgen braucht er einfach mal kurz Spaß. Kann ich einfach da mal ein paar Computerspiele spielen? Praktische Taschen. Natürlich. Da gibt es also auch neue Computerspiele. Ist ja super. Denken wir natürlich unser Diplom auf, weil ich meine, das ist jetzt eindeutig unser Raum.
Was wir jetzt natürlich auch besiedeln werden durch... geht hier nicht, dass man die Türen abschließen kann? Anscheinend nicht. Okay. Da kommen auch schon ein paar Zombies, die erst kommen daran gekreucht und gefleucht. Ist ja super dupi, anscheinend war es keine gute Verabredung. Naja, was soll's. Wir sind auch nun mal der Augustus und der kann halt einfach nicht so gut mit so Frauen und überhaupt mit irgendwas. Was? Sie geht fremd? Mit einem anderen Roboter? Nein. Nein, es geht nicht. Sie soll sich darauf entspannen. Nichts machen, bitte. Ja. Das reicht schon völlig. Er steht sowieso gleich auf und dann kann sie romantisch auf Bett knuddeln. Guten Morgen, Schatz. Schatz? Ich weiß noch nicht. Das geht doch mit der gar nicht. Oder? Wir können es ja noch mal versuchen. Ich meine, das sieht schon danach aus, dass die das machen könnten, wenn sie wollten. Also, oh Gott, ein Opa mit einem Roboter rumschmusen zu sehen. Ich meine, der Roboter ist ja gar nicht so. Ich meine, er hat schicke Stöckelschuhe und sowas. Aber der Opa, vor allem noch mit den geilen Socken. Gott, nee. Anscheinend können sie kein Dings machen, ne? Und. Sorry, ich muss los. Komm mal ein bisschen Spaß. Also lass mich kurz, okay? Was sie jetzt wohl macht? Nichts. Vielleicht mal Wetterdaten abrufen. Ich meine, du kannst mir ja ruhig mal behilflich sein hier. So, Wetterdaten sind Regen heute, ja. Nicht so gut. Was? Du kannst die Zukunft mit heimlichen Nachbarschaft verändern. Aha. Was macht sie jetzt? Nein, das wird sie bestimmt nicht machen. Sie wird. Mal. Ich meine, sie könnte mal was lesen. Zum Beispiel Träume von Flambots und elektrischen Ziegen. Das könnte sie doch lesen. Man, sie ist bestimmt gebildet. Guck mal, wie gebildet sie da sitzt. Wie sie sich das genau durchliest. Ganz genau. Und er spielt natürlich praktische Taschen. Mich interessiert noch, was er dabei lernt. Aber das kann man auch, glaube ich, ganz einfach nachgucken. Also auf jeden Fall nicht das. Wahrscheinlich Logik, oder? Oder was macht das denn da? Ich habe keine Ahnung. Ja, bist du bald fertig? Das sieht sehr kompliziert aus. Sehr kompliziert. Ach was, er ist jetzt ein Nerd, aber was lernt er dabei? Na? Willst du es mir verraten? Ja, ich verschwende jetzt ziemlich viel Zeit damit, da rauszufinden, was er dabei lernt, aber Gott. Na, gibt's was? Könnt ihr ja mal auch Express duschen und sowas. Dann könnte er ja mal Brunch bestellen. Warte mal kurz. Was? Brunch bestellen. Mehr. Pilzomelette, Masala, gegrillte Krabben.
Nährstoffwürfel. Spitzentechnologie, das war also Spitzentechnologie. Was? War das da gerade was? Warte mal. Da stand gerade irgendwas. Bin ich beknackt? Habe ich mir das eingebildet? Aha. Okay. Anzahl der Lebensmittelgenerator angeprogrammierte Rezepte. Anzahl der. Aha. Okay. Okay. Da war doch gerade irgendwas. Ja, komm. Alter, ich hab Hunger. Und die schickt mich aufs Klo. Das ist voll fies. Sag mal. Ich gucke mal. Wettesser. Nein, nicht wirklich. Sim der Zukunft. Werde noch heute der Sim der Zukunft. Hol dir ein verbessertes Telefon und während des Laufzeits nicht so sehr aufzufallen. Ich meine, ja, immun gegen Kälte? Ich weiß nicht. Ich würde gerne Merkmalchip-Bündel machen. Und er hat Stahlkoch, Musikmaschine, von die Funktion Bürotrone, Robo, Kindermädchen, Holoprojektor, effizient. Dann soll er erstmal hier mal Merkmalchips anpassen. Das sieht sehr gesund aus. Augustus beginnt sich ein wenig krank zu fühlen. Warum denn? Augustus wird sich ein bisschen ansteckender als sonst. Es ist wahrscheinlich angebracht, drin zu bleiben und sich warm zu halten. Die Sims wollen diese Keime nicht. Aber ich will noch ganz kurz das Merkmalchip-Bündel da anpassen. Noch ganz kurz. Danke. Verwandle dein Planbuch in eine Vielseite multitaskingfähige Maschine. Bring deinem Bot einen gewählten Beruf voran. Aha, gegen täglichen Stress. Also kann das Ding arbeiten, was jetzt nicht wirklich, naja. Beruflicher Umfeld. Das Erlernen von Fähigkeiten wird beschleunigt und besser. Holoprojektor. Nein. Musikmaschine, Robokinder mit den Stahlkoch. Die gewünschten Sims in anderen Zeitsträngen werden von Fernwelten wieder projiziert. Effizient. Das Erlernen von Fähigkeiten. Kann sie dann Fähigkeiten erlernen? Weil was anderes interessiert mich jetzt nicht wirklich. Also das interessiert mich nicht. Das interessiert mich genauso wenig, weil man sich hier alles generieren kann. Das haben wir schon. Bürotrone. Warte mal. Wollen wir kurz nochmal Merkmal anpassen? Hä? Was macht er? Ah, warte mal. Geht's mal hier hin. Und er kann mal Steckplätze für Merkmalchips verbessern. Weil, ja und so. Achso, ich glaube, die Folge müsste schon längst zu Ende sein. Ciao. Sorry.